mama's was in Venezuela. Mama likes Cinderella. Mama's got a chupaye. I say hola, 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 bossa nova. Mehrmals die Woche öffnet die aus Trier stammende Malerin Tanja Schuns-Wilhelm ihr Farbvoll in der St. Helena Straße in Trier-Euren. Dieses Lädchen dient nicht nur der Ausstellung, sondern auch ihrem kreativen Schaffen. Kunst macht glücklich, kann man wirklich sagen. Also es gibt keinen Tag, an dem ich eigentlich nicht male. Manchmal sind es viele kleine Bilder, manchmal begebe ich mich an die großen Leinwände. Aber manchmal sind es wirklich diese kleinen Bilder, die mich also jeden Tag auch ein bisschen durch den Tag begleiten. Auch wenn es immer nur so ein paar Minuten sind, aber das ist einfach, das gehört zu meinem Leben. Egal welches Format, bei der Wahl ihrer Materialien hat sie sich weitestgehend spezialisiert. Ich arbeite gerne mit Acryl, das trocknet schnell, damit kann man schön, ja, auch, aber auch in Lasurtechnik arbeiten und mit dicker Farbe auftragen. Also mit Acryl, das ist hauptsächlich mein Arbeitsgebiet. Ich unterbreche jetzt nochmal das Grün, diesen Übergang. Es ist immer wichtig, dass man gerade bei der Acryltechnik immer mehrere Farbschichten übereinander arbeitet. Es gibt immer wieder andere Strukturen, andere Tiefen im Bild. Und das ist auch immer spannend, was dabei rauskommt. Ich male nie nach irgendeiner Vorlage. Ich male ganz frei, ich fange an und weiß eigentlich noch gar nicht, was dann eigentlich schnell dabei rauskommt. Tanja Schuns-Wilhelm ist der Überzeugung, dass ein lächelndes Gesicht auch andere zum Lächeln bringen kann. Ihre Reihe Happy People verdeutlicht diesen Standpunkt. Seit 7 Jahren ist sie Mitglied in einer Frauengruppe für Künstlerinnen, die gemeinsam eine Ladengalerie führen, das Ideenreich in der Neustraße. Allerdings findet sie ihre Inspirationen anderswo. Mein Lieblingsplatz in Trier ist eigentlich der Hauptmarkt. Der Hauptmarkt, da sind so viele Menschen, die tagtäglich da den überqueren, die da sitzen in den Straßencafés oder da durchbummeln oder die Touristen, die stehen bleiben und sich alles anschauen.